müssen alles daran setzen, dass es nicht mehr Ungleichheit in Europa gibt. Es geht darum, dass wir den Menschen im Mittelpunkt unserer Entscheidungen sehen. Ich kämpfe für eine gemeinsame europäische Außenpolitik, die gerade jetzt notwendiger ist denn je. Das unglaublich interessante Arbeiten im Europäischen Parlament, das einen schon prägt. Wir haben keine fixen Koalitionen, wir haben keinen Clubzwang und deshalb ist die Abgeordnetenarbeit so unglaublich interessant hier. Ich glaube, das ist das, was am bemerkenswertesten eigentlich ist. Wir wollen bei unserem Teller nicht nur das berühmte Chlorhuhn nicht haben, sondern wir wollen auch kein hormonbehandeltes Fleisch am Teller haben. Dafür kämpfen wir ebenfalls im Europäischen Parlament ganz speziell, dass die Mitgliedstaaten weiter das Entscheidungsrecht haben, ob auf ihrem Hoheitsgebiet gentechnisch verändertes Saatgut eingesetzt werden kann. Dieser Kommunikationsriemen zwischen der Bevölkerung in Österreich und dem, was wir hier tun, der funktioniert nicht. Und deswegen ist es wichtig, dass wir hingehen, direkt zu den Menschen gehen, mit den Menschen diskutieren, Schülern, Studenten, Arbeitern, Angestellten, alles quer durch die Bevölkerung und dass wir ihnen erklären, was wir hier machen und dass wir aber auch aufnehmen von ihnen, was sie sich vorstellen, was wir machen könnten. Ganz besonderer Schwerpunkt auch, wie geht es Menschen, die zu uns kommen wollen als Flüchtlinge, wie geht es ihnen hier in Europa und vor allem auch, wie kann man es verhindern, dass sie vor den Toren Europas sterben und dass das, was einmal die Wiege der Zivilisation war, das Mittelmeer, quasi jetzt zum Massengrab wird. Das kann man auf keinen Fall hinnehmen. Ich glaube, es ist gar nicht so sehr eine Frage des Kommunizierens, sondern eine Frage der guten Politik, die oft nicht gemacht wird, aufgrund der Mehrheitsverhältnisse hier. Wir haben ja fast ständig konservativ-liberale Mehrheiten und da braucht man gar nichts kommunizieren. Das ist einfach ein Blödsinn, was da manchmal passiert. Wir als Europäisches Parlament, wir als Sozialdemokraten, Sozialdemokratinnen im Europäischen Parlament, wir wollen Gerechtigkeit bei den Steuern. Wir wollen, dass dort besteuert wird, wo ein entsprechender Gewinn für ein Unternehmen abfällt. Und mein Zugang war wirklich immer der, nein, wir können so viel lernen von Ländern wie Schweden, von Ländern wie Dänemark. Was bedeutet es auch, eine moderne Frau in Europa zu sein? Und das ist eben das Spannende an Europa, voneinander zu lernen, sich gemeinsam weiterzuentwickeln, aber das nicht nur als Markt, sondern vor allem etwas für Menschen anzusehen.